Dank. Dankeschön. Servus, mein Lieber. Servus. Mit beschirmt sozusagen. Mit Schirm, Charme und Melone. Sag mal, das ist ja im Prinzip, wenn man das Chopin, Debussy, Gabayé, das ist eine gute Reihenfolge von Künstlern und von Musikschaffenden. Wie wichtig ist dir der Auftritt heute in der Oper? Naja, das ist eine riesengroße Ehre für mich als jungen Österreicher, da am Semperopernball spielen dürfen. Ja, als Mundartkünstler ist das ein großer Ritterschlag. Ich fühle mich da bei euch in Deutschland sowas von wohl und geborgen. Wir haben da unzählige, unvergessliche Konzerte mittlerweile absolviert und das ist natürlich heute ein ganz, ganz besonderes. Normalerweise spielst du die großen Konzerte mit 70.000 Menschen in den Stadien. Heute hier in der Oper wird es ein bisschen leiser oder macht ihr volle Kapelle? Naja, wir haben uns überlegt, für diesen besonderen Auftritt auch dieses einzigartige Projekt MTV Unplugged wieder zu beleben. Wir haben gesagt, wir stecken die Stromgitarren aus und werden uns da mit den Naturinstrumenten durch diese Mitternachtseinlage schlagen. Das gibt natürlich ein Streicherensemble, es gibt eine Auswahl so quer durch das ganze musikalische Beet. Von fröhlichen und ausgelassenen Songs bis hin zu emotionalen Liedern. Und es freut mich wirklich sehr, dass da auch trotz dieses Wetters da draußen so viele Leute auch nach wie vor hier geblieben sind. Und er hat sich die Zeit genommen, ist vorbeikommen, Andreas Gabayé. Vielen Dank, toll, dass du da warst. Wir freuen uns wirklich sehr. Es wird ein tolles Konzert, da bin ich mir ziemlich sicher. Extra noch geprobt im Schlachthof, damit das hier alles auch wunderbar funktioniert. Dankeschön, das ist Christian. Dir auch